Höher als die Alpen, so lautet das Motto von Fort Calquier im französischen Departement Alpes de Haute-Provence zwischen Lure-Gebirge und Luberon-Massiv, entlang der antiken Via Domitia, die einst Italien mit Spanien verband. Fort Calquier, das im 12. und 13. Jahrhundert die Hauptstadt der gleichnamigen Grafschaft war, wird auch Stadt der vier Königinnen genannt, weil die vier Töchter eines hiesigen Grafen ebenso viele Könige heirateten. Uns interessiert natürlich besonders das kulinarische Fort Calquier. Neben Olivenöl aus Lures, Käse aus Bornon, einem Aperitif aus aromatischen Pflanzen und Lammfleisch aus Sisteron gibt es in dieser Gegend auch eine einzigartige Universität der Aromen und Düfte. Die Kapelle Notre-Dame de Provence wacht über die alte Hauptstadt der Grafschaft Fort Calquier mit ihren engen Gassen und kleinen Plätzen. Ein Bummel durch die Stadt ist hier gleichzeitig ein Spaziergang durch die Geschichte. Wir treffen den Fremdenführer Dominique Lagenèbre. Die Architektur von Fort Calquier zeichnet sich durch hohe Gebäude und sehr enge Gassen aus. Diese Architektur ist in vielen kleinen Dörfern der Haute-Provence zu finden, weil sich ihre Bewohner schützen mussten. Zunächst vor den Menschen, denn es gab häufig Kriege, dann aber auch vor den klimatischen Bedingungen. Im Sommer haben wir hier eine Gluthitze und die Winter können sehr hart und kalt werden. Montag ist Markttag. Dann bauen die regionalen Erzeuger in den Straßen ihre Stände auf, um ihre Produkte anzubieten. Wir sind mit dem Bürgermeister Christophe Castaner verabredet. Historisch gesehen war dies der Markt der Händler. Anstatt ihren wöchentlichen Bedarf wie heute auf dem Großmarkt einzukaufen, gingen sie auf den Markt von Fort Calquier. Damals gab es auf dem Platz hier hinter uns ausschließlich Eier, während anderswo nur Lammfleisch verkauft wurde. Im Sommer kommen 15.000 Menschen hierher. Es ist einer der größten Märkte der Provence. Das ist Robert Le Bozec. Der Gastwirt und Besitzer einer Pension in Manosque ist aus Marseille in diese schöne Gegend gezogen. Wir begleiten ihn bei seinem Einkauf bei einigen regionalen Erzeugern. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gern ein Fladenbrot. Mit Oliven? Ja, wunderbar. Und dann nehme ich noch ein Vollkornbrot. Ein Vollkornbrot. Robert, was findet man hier auf dem Markt von Fort Calquier? All die herrlichen Produkte der Haute-Provence und viele sympathische Menschen. Der Markt ist nicht nur dazu da, um Einkäufe zu machen, sondern auch um Leute zu treffen. Freunde, denen man hier jede Woche begegnet. Hier kennen sich alle und gehen auf den Markt, um einzukaufen und zu schauen, wer neue Produkte anbietet. Es ist ein Treffpunkt, an dem man sich austauscht. Ein Markt, aber vor allem ein Ort der Geselligkeit. Als nächstes geht Robert zum Metzger, um Lammfleisch aus Sisteron zu kaufen. Er möchte für uns ein provenzalisches Gericht zubereiten. Auf der Rückfahrt nach Manosque, etwa 30 Kilometer südlich von Fort Calquier, nimmt uns Robert mit zu Max Coupier, einem Olivenölerzeuger in Volx. Die mit einem Gütesiegel versehenen Oliven gehören zum Kulturerbe der Region. Der Olivenanbau verbindet die Generationen und hat eine lange Tradition. In dieser Gegend werden seit Jahrtausenden Oliven angebaut. Da ist Max. Bist du bei der Ernte oder was machst du? Ich ernte. Wie geht's dir? Gut. Ist er nicht kalt? Nein, mir ist eher zu warm. Die Bewegung tut gut. Es war kalt, das ist gut für die Oliven. Ja, aber es wird wieder wärmer. Es wird wieder sonniger. Schau, man sieht, dass sie viel Öl haben. Ja, stimmt. Wir haben hier vor allem Aglando-Oliven. Dazwischen habe ich zur Abwechslung ein paar Picholin-Oliven gepflanzt, nur soweit es die AOC-Bestimmungen erlauben. Auf jeden Fall überwiegen die Aglando-Oliven. Ihr Öl verträgt auch Frost, denn wir sind hier an der Wachstumsgrenze der Olivenbäume. Man findet sie bis nach Sisteron hinauf, sogar an sehr steilen Hängen. Heutzutage werden überall Olivenbäume angepflanzt, aber eines Tages wird uns die Natur zur Ordnung rufen.
Mein Olivenöl ist fabelhaft. Ich benutze es für absolut alles. Zum Essen natürlich, aber auch für die Hände und sogar zum Rasieren. Und ich habe eine ganz weiche Haut. Auch zum Duschen? Na klar. Roberts Arbeitstag ist zu Ende. Für ihn wird es nun Zeit, in die Küche zu gehen, um für uns ein lokales Gericht zuzubereiten, das zu seinen Spezialitäten gehört. Eine Suppe mit Lammfleisch aus Sisteron. Das ist unser Haus in Manosque. Ein typisch provenzalisches Landhaus aus dem 17. Jahrhundert. Wir werden jetzt aus all den guten Dingen, die wir auf dem Markt von Forcalquier gekauft haben, ein köstliches Essen zubereiten. Die Provence ist berühmt für ihr gutes Lammfleisch. Das ist Lamm aus Sisteron, erkennbar an seiner sehr hellen Farbe. Dieses Gericht wurde früher für Festessen zubereitet und ist Teil der kulinarischen Tradition. In einen Fleischtopf gibt Robert das Lamm, einige Zwiebeln, Schweinefleisch, ein halbes Lorbeerblatt, Oregano, einige Kürbiswürfel und Rotwein. Anschließend dichtet er den Topf ab mit einer Mischung aus Wasser, Salz und Mehl und schiebt ihn in den Ofen, wo das Fleisch 4 Stunden lang bei niedriger Temperatur gart. Währenddessen bereitet er ein Kürbisrisotto aus Einkorn und Olivenöl zu. Wir zeigen Touristen und Besuchern gern, was sich alles aus unseren regionalen Produkten kochen lässt. Das ist wichtig und ich glaube, das interessiert die Leute sehr. So, unsere Lammkeule ist auf den Punkt gegart. Die Kruste rundherum ist schön trocken und das Essen riecht schon gut. Wir können anfangen. Zu Tisch, ihr Lieben. Vergesst nicht, mir auch Wein einzuschenken. Ihr könnt mir beim Essen die Neuigkeiten erzählen. Haltet alle eure Nasen an den Topf, denn wenn das Aroma entweicht, das riecht gut. Roberts Suppe riecht man bis hierher. Ich bin in einem ehemaligen Franziskanerkloster, das 1236 errichtet und in den 60er Jahren restauriert wurde. Heute beherbergt es die Europäische Universität für Düfte und Aromen. Wir sind mit Céline Taris verabredet. Ich lasse Sie riechen. Denken Sie an die Schränke Ihrer Großmütter. An dieser Universität bilden wir Fachleute für Düfte und Aromen aus. Zu uns kommen Angehörige aller möglichen Berufe aus der Parfümerie- und Kosmetikbranche oder auch aus der Lebensmittelindustrie. Die Universität bietet verschiedene Studiengänge an und ein Diplom für die sensorische Analyse von Düften und Aromen. Die Kurse richten sich jedoch nicht nur ausschließlich an Fachleute. Parallel dazu bieten wir auch öffentliche Veranstaltungen an, mit denen wir groß und klein den Reichtum unserer Region nahebringen möchten. Wir stellen den Menschen die Vielfalt unserer Produkte sowie die Erzeuger aus dem Département Alpes de Haute-Provence vor. Zum Abschluss unseres kleinen Sammelsuriums von Düften habe ich noch einige Proben, bei denen Sie mir beweisen können, dass Sie über einen guten Geruchssinn verfügen. Ziel dieses Spiels ist es zu raten, was sich in den verschiedenen Behältern verbirgt. Sie sind also hier, um verschiedene Aromen und Düfte neu zu entdecken? Ich möchte sie entdecken, aber vor allem auch lernen, sie zu verwenden. Damit habe ich mich bislang noch nicht beschäftigt. Dieses Wissen möchte ich mir hier aneignen und später auch teilen. Neben ihrer pädagogischen Aufgabe bildet die 2003 gegründete Universität ein Bindeglied zwischen den Unternehmen der Region. Wir möchten einige von ihnen besuchen. Erste Station: Perouis. Hier produziert die Firma Leconte de Provence Kompotte und Olivenpasten, aber auch Konfitüren.
Veronique Nicolet erläutert uns, warum sich der Familienbetrieb gerade hier niedergelassen hat. Heute ist diese Gegend für ihre Gewürze und Düfte bekannt. Aber früher wurde im Durance-Tal vor allem erstklassiges Obst angebaut. Kernobst wie Aprikosen und Pfirsiche, aber auch Äpfel und Birnen für den Winter. Damals war das eine wichtige Region für alle Unternehmen der Lebensmittelbranche. Hier in Peruis werden traditionelle mediterrane Bio-Konfitüren hergestellt, je nach Jahreszeit über 30 Sorten, deren Zusammensetzung auf alten Rezepten basiert. Wir kochen die Früchte noch auf traditionelle Weise ein, ganz wie zu Hause in einem großen offenen Kessel mit einer steigenden Temperatur von bis zu 90 Grad. Die Früchte werden automatisch pasteurisiert, das heißt in Gläser gefüllt, verschlossen und anschließend einem kalten Wasserbad ausgesetzt, um das Produkt so schnell wie möglich abzukühlen. Der Vorteil besteht darin, dass sie nur ganz kurz gekocht werden und sich so weder Geschmack noch Geruch verändern. Der Kunde erhält also ein unverfälschtes Produkt. Ein weiterer Partner der Universität ist das Unternehmen L'Occitane. Wir sind auf der Hochebene von Valensole, wo wir Jean-Louis Pierisnard von der Firma L'Occitane treffen. Heute besucht er den Bienenzüchter André Neuvière. Wie geht's? Gut, ein schöner Tag. Stimmt, dann mal los. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen einen Schutzanzug. Vielen Dank. Wie ist es denn diesen Sommer gelaufen? Diesen Sommer hatten wir eine gute Honigernte. Schön. Dank dem vielen Regen. Letztes Jahr hatten wir 5 Kilo Honig. Dieses Jahr sind es knapp 20 Kilo. Es hat zur richtigen Zeit geregnet. Wenn Sie wollen, gehen wir jetzt zu den Bienenstöcken. Gern. Das Unternehmen mit Sitz in Manosque wählt die Inhaltsstoffe für seine weltweit bekannten Pflegeprodukte und Düfte unter anderem hier in der Region aus. Darunter Oliven, Mandeln, Lavendelblüten oder eben auch Honig. Das schläfert sie ein wenig ein, oder? Ja, der Rauch der Imkerpfeife soll sie beruhigen. Hier haben wir eine Honigwabe. Sie sind noch sehr zahlreich. Was tut ein Imker eigentlich im Winter? Er lässt die Bienen in Ruhe, denn ein gesundes Bienenvolk braucht seine Honigreserven. Verstehe. Manche Imker ernten den gesamten Honig und ernähren die Bienen mit Zucker. Das ist keine gute Methode. Bei uns kommen sie mit dem verbliebenen Honig gut über den Winter. Dieser hervorragende Honig hat einen Lavendelanteil von 80%. Aber schon ab einem Anteil von 65% darf man ihn als Lavendelhonig bezeichnen. Dieser Honig ist also ausgezeichnet. Honig ist vor allem als Nahrungsmittel bekannt, eignet sich aber auch gut für Kosmetikprodukte. Er macht die Haut geschmeidig, spendet Feuchtigkeit und verhindert ihr Austrocknen. Das liegt an den vielen Zuckerarten, die er enthält. Hier, der diesjährige Lavendelhonig. Er ist sehr fein. Er granuliert nicht und hat eine sehr schöne Farbe. Probieren Sie ihn. Sehr gut. Er darf sich Lavendelhonig nennen. Wie viele Kilo essen Sie pro Jahr? Etwa 15 bis 16 Kilo. Wir verlassen die Hochebene von Valensole und fahren nach Cruis. Die Auberge de la Baie befindet sich im Zentrum dieses 600-Seelendorfes, das rund 20 Kilometer nördlich von Forcalquier liegt. Das schmeckt ein bisschen wie... Sauer wie die Orange. Wie die Orange, aber sie ist gelb. Sie lag auf der Platte. Zitrone. Sehr gut. Deswegen schmeckt es sauer. Wir haben Zitrone auf den Fisch getan. Es ist kurz nach 19 Uhr. Wie jeden Abend essen Karine und Fabrice Archambault gemeinsam mit ihren Kindern, bevor sie ihre Abendschicht beginnen. Ein heiliges und lehrreiches Ritual. Charlotte hat bereits mit 1,5 Jahren angefangen, dasselbe wie wir zu essen. Einfache Dinge wie Forellenfilets, gegräteten Fisch aller Art und frisches Gemüse. Dabei erklären wir ihr die einzelnen Gemüsesorten.
Wenn sie morgens mit mir in der Küche ist, lernt sie, was eine Aubergine, ein Bund Basilikum oder Petersilie und was Knoblauch ist. Sie kennt schon alle frischen Produkte. Hinterher kommt das alles auf den Teller. Wir bereiten auch oft gemeinsam Desserts zu oder backen Kuchen. Solange das spielerisch bleibt, lernen die Kinder schnell und essen alles gern. 19.30 Uhr. Die Kinder ruhen in Morpheus' Armen und Fabrice steht am Herd. Der Küchenchef bevorzugt feine, regionale Gerichte und lässt sich von seiner Inspiration und dem saisonalen Angebot leiten. Das sind alles regionale Produkte. Wir haben hier Lamm aus Sisteron und zwar in 3 Ausführungen. Die Schulter mit Schafgarbe, Tomaten und Zucchini. Das Lammkotelett wurde im Topf geschmort und die Keule ist mit Kräutern gebraten. Die Soße ist der reduzierte Bratensaft mit Bohnenkraut. Wir verabschieden uns von Fabrice und fahren nach Banon. Das kleine Dorf liegt rund 20 Kilometer nordwestlich von Forcalquier und ist seit über 2 Jahrhunderten die Heimat eines berühmten französischen Käses, der nach der kleinen Ortschaft benannt ist. Um mehr darüber zu erfahren, sind wir mit den Ziegenzüchtern Lucien und Alexandre Grégot von der Käserei in Banon verabredet. Wir haben hier provenzalische Alpinen und einige Sahnenziegen, die wir bald durch die provenzalische Rasse ersetzen werden, um den Bestimmungen gerecht zu werden. Der Fettgehalt unserer Milch ist sehr hoch, wenn man bedenkt, dass sich die Ziegen auf der Weide ihr Futter mehr oder weniger selbst suchen und draußen Pflanzen finden, die sie in einer Stallhaltung nicht unbedingt bekämen. Wir füttern außerdem Heu aus der Region zu. Auch das macht sich bei der Qualität der Milch bemerkbar. Diese Milch ist sehr natürlich und überträgt all ihre Aromen auf den Käse. Die Qualität des Rohstoffs verschlechtert sich nicht in der Käserei, im Gegenteil. Wir tun alles, um dieses weiße Gold zu bewahren. Wir sprechen hier vom weißen Gold, weil diese Milch ihren Preis hat. Sie ist wohl die teuerste Milch in Frankreich. Die Milch trifft frisch in der Käserei ein. Nach dem traditionellen Dicklegen der Milch, dem Salzen beider Seiten und einer ersten Reifezeit von 7 Tagen werden die Ziegenkäse per Hand in Esskastanienblätter gewickelt und anschließend mit einem Stück Bast umwickelt. Nun reift der Käse weitere 10 Tage lang. Der Banon ist durch eine Herkunftsbezeichnung geschützt. Er hat eine cremige Konsistenz und verdankt seinen nussigen Geschmack unter anderem seiner natürlichen Verpackung, wie uns Sébastien Couchard von der Käserei in Banon erklärt. Die Entscheidung für das Kastanienblatt ist in Übereinstimmung mit allen Erzeugern der Region gefallen. Früher wurden die Blätter von allen möglichen Bäumen, die auf den Höfen standen, verwendet. Das Kastanienblatt zeichnet sich vor allem durch einen hohen Tanningehalt und eine starke Festigkeit aus. Es schimmelt und fault nicht, und die Blätter sind so fest, dass sie nicht reißen. Wir verlassen Banon, um nach Puy-Michel zu fahren. Das Dörfchen liegt rund 20 Kilometer östlich von Forcalquier. Wir sind im Bistro Chez Jules und es ist Zeit für einen Aperitif. Bevor es in der heilig gehaltenen Mittagspause zu Tisch geht, werden Pastis und Tapenaden aus Oliven und Auberginen serviert. Die Tapenade ist untrennbar mit dem Pastis verbunden, den es in allen Bistros des Landes gibt. Wir servieren unsere Oliventapenade direkt auf einem kleinen Stück Brot, aber in vielen Lokalen werden auch Tapenaden aus anderen Produkten angeboten, etwa der Auberginen-Kaviar. Eigentlich ist die Tapenade eine Paste aus Oliven, Olivenöl, Kapern und anderen Zutaten, die vom individuellen Rezept abhängen. In der Küche treffen wir auf Christophe Israel. Er hat in Schottland und in Monte Carlo gearbeitet, bevor er und seine Lebensgefährtin beschlossen, eines der zahlreichen Bistros in den Dörfern der Haute-Provence zu übernehmen. Wir wollten unbedingt eines der letzten Bistros in diesem Dorf betreiben. Wir haben ganzjährig geöffnet, sodass man bei uns immer etwas trinken und vor allem essen kann.
Das ist wichtig, um den dörflichen Zusammenhalt zu stärken und einen Ort zu haben, an dem sich die Leute treffen können und wo jeden Tag etwas los ist. Für Tisch 3 8-mal Labmagen und 8 Pastis-Frikassees. Kommt. Heute kocht Christoph für uns ein Schweinefrikassee mit Safran aus dem Nachbardorf. Es ist mit Pastis flambiert, sodass die Aromastoffe aufgenommen werden, während der Alkohol verdunstet. Im Allgemeinen flambieren wir, reduzieren dann die Flüssigkeit und mischen das Ganze mit Fleischsaft, sodass nur das Aroma übrig bleibt. Pastis schmeckt stark nach Fenchel und Anis. Das feine Aroma des Alkohols, sei es nun ein Aperitif, ein Likör oder ein Schnaps, soll erhalten bleiben, aber ohne den Alkohol. Zurück in Forcalquier treffen wir an diesem Novembernachmittag den Destillateur Jeannot Augier. Il a 120 ans. Mein Großvater hat die Brennerei vor 120 Jahren gegründet. Mein Vater und ich haben sie weitergeführt und jetzt gehe ich in den Ruhestand. Das Leben ist wie die Seiten eines Buches. Es gibt gute und schlechte Zeiten, aber die guten überwiegen. Heute destillieren wir Beifuß für unseren berühmten Pastis, der ausschließlich aus Pflanzen hergestellt wird. In wenigen Stunden wird die Destillerie von Forcalquier ihre Tore für immer schließen. Nach seinem Großvater und seinem Vater ist Jeannot der dritte und letzte Destillateur der Familie Augier. Heute destilliert er Beifuß, der in der Garrigue der Haute-Provence gesammelt wurde. Er ist Bestandteil des Pastis der Distillerie et Domaine de Provence. Im Departement Alpes des Hautes-Provence gibt es nur noch zwei Destillateure. Einen in Forcalquier und der zweite steht vor Ihnen. Niemand ist unersetzlich auf dieser Welt. Vielleicht werde ich noch ein bisschen weiterarbeiten für die andere Brennerei, aber meinen eigenen Betrieb gebe ich auf. Im Provenzalischen bedeutet Pastis Mischung. Er entsteht durch Mazeration verschiedener Pflanzen und wird mit Wasser verdünnt als Aperitif getrunken. Einige Straßen von Jeannots Brennerei entfernt befindet sich die Distillerie et Domaine de Provence, ein 1898 gegründetes Unternehmen. Hier wird unter anderem der Pastis Henri Bardouin hergestellt. Wir fragen Julie Miolon nach den Pflanzen, die für ihren Pastis verwendet werden. Früher stammten die Pflanzen alle aus dem Lyrgebirge. Aber inzwischen hat sich die Zusammensetzung etwas geändert und die Pflanzen kommen von verschiedenen Orten. Der Pastis Henri Bardouin enthält über 50 Pflanzen und Gewürze, darunter Kardamom, Beifuß, Tonkabohnen und viele andere. Alain Robert zeigt uns, wie ein Pastis verkostet wird. Zunächst muss man seine Farbe und den grünen Schimmer begutachten. Anschließend werden natürlich der Geruch und das Aroma der Gewürze beurteilt. Wenn man lange genug an dem Produkt geschnuppert hat, nimmt man es in den Mund, um den Geschmack zu prüfen. Da sind die Aromen von Anis und Lakritz, aber auch der frische Kardamom-Geschmack, die kräftige Note der Paradieskörner und Tonkabohnen und natürlich die Kräuter der Provence, die sich als letztes bemerkbar machen. Wir beenden unsere heutige Reise in Oraison, wenige Kilometer östlich von Forcalquier. Hier werden das berühmte Fruchtkonfekt sowie Pralinen und kandierte Früchte hergestellt. Die Familie Doucet ist seit mehreren Generationen im Süßwarengeschäft. Wir werden von Jean-Marc Doucet begrüßt, einem Nachfahren von Théodore Vieillard, dem Erfinder des beliebten Fruchtkonfekts aus der Auvergne. Hier in Oraison werden über 25 Sorten angeboten.
Hergestellt aus regionalen Produkten wie Aprikosen und Quitten aus der Haute-Provence, Williams-Christbirnen aus dem Departement Haute-Alpes oder auch weißen Feigen aus dem Auvard. Neben ihrem Fruchtkonfekt verkauft die Confiserie François Doucet auch andere Leckereien auf Fruchtbasis. Unsere jüngsten Kreationen sind Liebesäpfel, Feigenherzen und Liebeskirschen. Alle drei Produkte bestehen aus traditionellem Fruchtkonfekt mit einem Fruchtmarkanteil von über 50%, das mit Nougat und Schokolade umhüllt ist. Das Neue daran ist also die Verbindung von Fruchtkonfekt und Schokolade. Eine weitere Spezialität des Hauses sind die Pralinen mit Mandeln aus der Provence sowie Nüssen aus dem Südwesten Frankreichs, die wie alle diese Köstlichkeiten zu jeder Tageszeit allein oder zum Kaffee genossen werden können. Fruchtkonfekt und eine Tasse Kaffee draußen auf der Place de la Mairie in Forcalquier. Und natürlich scheint die Sonne. Im Sommer gibt es die Lavendelfelder mit ihren Farben und Düften noch dazu. Damit geht unsere Sendung über Forcalquier zu Ende. Aber glauben Sie nicht, dass Sie alles gesehen haben. Denn wie schrieb schon Jean Giono, die Provence verbirgt ihre Geheimnisse hinter dem Offenkundigen.